So, hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren neuen und spannenden Mission in Tom Clancy's Hawks. Ich spiele heute wieder mit dem Fate, nur leider muss ich euch sagen, der Fate hat sich eine ganz, ganz böse, böse Krankheit eingefangen. Deswegen kann er heute nicht so viel reden, aber er wird versuchen, so viel wie möglich zu sagen und das, was er kann. Hallo Fate! Hallo. Hält mich aber wieder mal nicht davon ab, trotz im Kopf und am Arm für euch da zu sein. Also hallo zusammen. Ja, er lässt sich gar nicht davon abhalten. Also nicht wundern, meine Stimme ist nicht irgendwie durch den Stimmenverzerrer irgendwie verändert. Ich klinge wirklich aktuell so. Aber naja, ein bisschen Schwund ist immer. Mhm. Ihr habt ja eben gerade den... Ja. Sterben kann ich morgen. Ihr habt ja eben gerade den Text gelesen. Ich lese den aktuell erstmal nicht mehr vor. Das dauert zu lange. Ihr könnt kurz auf Schwupp machen, wenn das zu kurz war, wenn ihr nicht mitgekommen seid. Ansonsten gucken wir ganz kurz mal in die in die Details rein. Wir haben Jagdflieger 12%, Helikopter 11%, Bodentruppen 57% und Luftverteidigung 20%. Ich habe mir den Text vorher durchgelesen. Rio de Janeiro haben wir ja ganz viel Tohubabohu gehabt und hier Einheiten und da und Boom und Bang und Flatterdidat. Alles weggebombt. Genau, und hier scheint das dann auch wieder zu sein, dass wir mit vielen, vielen, vielen Bodeneinheiten zu tun haben. Und jetzt startet erstmal das Video für euch. Bis gleich. Ich komme direkt zum Punkt, Cruncher. Obwohl die Verteidigung von Rio erfolgreich war, ist uns die Situation völlig entglitten. Die USA haben beschlossen, direkt zu intervenieren. Sie fürchten, dass die Krise zu einem regionalen Konflikt wird. Mehrere Sondereinsatzkommandos wurden ins Land geflogen und auch der Trägerverband James Lawrence ist auf dem Weg. Wir haben keine direkte Kontrolle mehr über die Militäroperationen in Brasilien. Stattdessen nötigt uns unser Klient, die US-Regierung bei der Beendigung des Konflikts zu unterstützen. Unser Aktienkurs ist schon deutlich abgesackt und wir befürchten einen Verlust von mehr als 80 Millionen Dollar. Der Aufsichtsrat muss die Position in Brasilien neu bewerten. Die US Special Forces haben Unterstützung von Artemis angefordert, bis genügend US-Truppen vor Ort sind. Dafür stellen wir Sie und Ihre früheren Hawks-Flügelmänner ab. Geben Sie den US-Truppen nicht mehr als die minimalmögliche Unterstützung. Wir haben kein Interesse daran, noch mehr Geld zu verlieren als bisher. General Keating wird diese Mission leiten. Er gibt Ihnen die nötigen Details. Schön, Sie wiederzusehen, David. Das ist ja fast wie in alten Zeiten. Mein Gott, wie lange geht mein Video? Die Vereinigten Staaten brauchen ja, ein bisschen, um Luftunterstützung für ein Ghost-Team zu leisten, das im Amazonas-Regenwald operiert. Das Team soll eine Kommandozentrale hinter den Feindlinien überfallen und Infos zu Las Trinidads Bodenoffensive sammeln. Bei Einsatzerfolg könnten wir die Bodenkampagne des Feindes unterminieren und Las Trinidad an den Verhandlungstisch zwingen. Viel Erfolg und weit, mein Zeil. Wir zählen auf Sie, Crenshaw. Okay, dann gehen wir mal in den Auswahlbildschirm. Wir haben ein paar neue Flugzeuge hinzugekriegt. Und empfohlen wird die Mirage 5 für Luftboden mit 3,5 Sternen. Das ist schon ganz in Ordnung. Luft-Luft mit 2,5. Gucken wir doch mal, ob wir hier vielleicht noch ein anderes haben. 3,3. Ah, nein. Was hatten wir denn nochmal? Wie viele Einheiten und Bodeneinheiten und Luft? Ich glaube, Bodeneinheiten waren über 50%. Oder an die 50%, also war ziemlich viel. Okay. Ich gucke gerade durch, die empfohlenen Flugzeuge sind meistens auch wirklich die besten. Außer man spielt zum Beispiel mit 4 Personen. Sieht aus, ne? Ja, ein bisschen geht. Sieht aus wie ein Triebwerk mit 3 Rädern. Ein Triebwerk mit 3 Rädern. Ja. Auf jeden Fall. Gut, wir nehmen die Mirage. Wir haben sie ja vorher nicht gehabt. Was haben wir? 150 Raketen ist klar. Wir haben jetzt diesmal einen Raketenwerfer mit 250 Schuss und 5 Täuschkörper wieder dabei. Ich weiß nicht, ob das mit dem Raketenwerfer so gut ist. Denn das selber zielen, wisst ihr ja, das klappt bei uns nie. Ja, vor allem der Steuerungsflug, der ist ja episch. Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich immer noch an diese epische Folge. Nein. Lord Reaper, hier ist Oracle. Ich habe Sie auf dem Schirm bei 330. Unterwegs ins nördliche Operationsgebiet. Eine gute Nacht, um auf die Jagd zu gehen. Also von meinem Feeling her ist wirklich eine Rakete. Ja. Von hier oben sieht es so ein bisschen aus wie eine, wie heißt das hier, diese Weltraumflugzeuge, diese weißen. Ja genau, wie so ein Shuttle. Teil eines Netzwerks von Frontstützpunkten von Las Trinidad im nördlichen Krisengebiet.
Wir haben die Bestätigung, dass es dort wichtige Geheimdienstinformationen gibt. Alle direkten Anflüge auf Sierra 5 werden von einem extensiven Luftabwehrnetz geschützt, also fortschrittliche SAM-Stellungen und Suchradare. Unsere Helis müssen daher eine längere Route wählen, um diese zu umgehen. Obwohl dies eine Gemeinschaftsoperation ist, brauche ich Sie wohl nicht an die Arbeitsvorschriften unserer Firma zu erinnern. Wir erwarten, dass Sie alle Befehle bestmöglich erfüllen. Hier ist General Keating. Danke, dass Sie das für alle geklärt haben. Schwarmführer, ich halte Sie während der Mission auf dem Laufenden. Ihr Schwarm folgt Kurs 154 und eskortiert unser Einsatzteam über diesen Bergpass, um eine Entdeckung zu verhindern. Rufname für die Helis des Einsatzteams ist Skyhound. Skyhound-Führer, hören Sie mich? Skyhound 1 hört Sie laut und deutlich. Reaper, stellen Sie sicher, dass Sie alle Flugabwehrstellungen ausschalten, die Sierra 5 schützen, bevor Skyhound ankommt. Captain Mitchell leitet das Bodenteam. Sie kennen sich ja. Schön, Sie bei uns zu haben, Captain Crenshaw. Ich schulde Ihnen immer noch ein Bier für die Sache in Juarez. Gentlemen, wir haben einen engen Zeitplan. Heben Sie sich den Tratsch für den Rückweg zur Basis auf. Ich erkenne aktive SAM-Stellungen in der Flugbahn der Helis. Die Angriffszone der SAM wird auf der TAC-Map angezeigt. Sie müssen die Stellungen erledigen, bevor ein Helikopter diese Zone eindringt. Bestätigt, wir greifen die SAMs jetzt an. Okay, du nimmst links, so wie ich sehe? Ja. Dann werde ich mal rechts nehmen. Okay, rechts ausgeschaltet. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein. Das war die Flak. Die doch eigentlich schon voll tot war. Was fliegt denn da hinten rum? Da, eine Su-35. Ich finde, das Ding ist übelst irgendwie beschissenes Handling. Ja. Kannst du dich mal um die Bodeneinheiten kümmern? Ich kümmere mich dann um die Lufteinheiten. Oh, achso. Weil rechts sind ja Bodeneinheiten, da müssen wir mal durch. Ich guck mal, dass ich mir die Sus schnappe. Wenn das nicht so schwere sind, dann müsste das eigentlich relativ flott gehen. Aber die Helis fliegen relativ langsam. Das ist dann für uns eigentlich auch relativ gut. Alles immer nur hier in der Relative gesehen. Wow. Die schießen schon auf mich, die Schweine. Guter Abschluss, Captain. Okay, die scheinen sich auch wieder hinten ranzusetzen. Ja, ich komme jetzt auch in die Richtung. Bodentruppen sind down. Okay, das ist super. Ziel in Schussweite. Viel Glück, Feuer frei. Los jetzt. Okay, ich habe vergessen, zwei Raketen zu schießen. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil ich hatte ihn gerade so gut im Visier. Ziel erfasst. Yep, den ersten habe ich. Und die anderen sind auch schon tot. Hast du sie wieder abgeknallt? Ich habe zwei abgeschossen. Ja, ich glaube, es waren nur drei. Es können auch vier gewesen sein. Da kommt ein neuer Banditenschwarm. Schnappen wir uns mal. Ah, du bist schon unterwegs, ja? Mhm. Ja, das ist schon sehr gut, das ist sehr gut. Ich erkenne aktive SAM-Stellungen in ihrer Flugbahn. Jäger Manto, Kurs 249 auf Abfangkurs zu den Helis. Jäger Manto, Kurs 249 auf Abfangkurs zu den Helis. Boah. Roger, Sichtkontakt zu Banditen. Ja, yeah, da habe ich die erste. Los, Raketenalarm! Yeah! Aber trotzdem nicht getroffen. Du zielst nicht so schnell, ist mir aufgefallen. Mit Flugzeugen, die nicht so Luft-Luft sind. Weißt du, was ich meine? Du zielst da nicht so gut mit. Also es dauert länger, bis die ins Visier kommen. So, jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um die Bodeneinheiten. Oder du bist noch bei den Lufteinheiten, ne? Oh, nee. Scheißegal, mach einfach irgendwas. Ja, ich bin näher an den Bodeneinheiten. Verstanden, Oracle. Danke für die Warnung. Bin ich einfach gerade für dich. Hier Skyhound, empfange Abfangjäger, die sich von hinten nähern. Ja, die Abfangjäger müssen wir uns direkter Treffer, reinsaugen. Von Feindjägern.
geschossen! Oh, Mann. Ja, ja, trefft mich. Ich halte einiges aus, kein Problem. Okay, holen wir uns mal die Abfangjäger schnell. Boah, schon wieder falsch gedrückt. Roger, Oracle. Das RWR erkennt aktive SAM-Systeme zum Schutz der Anlage. Er bitte befehlen. Lord Reaper, legen Sie die SAMs auf Baumhöhe an. Skyhounds, warten Sie bei Ihrer aktuellen Position. Kommen Sie nicht in Reichweite der SAMs. Verstanden, Oracle. Die Skyhounds warten ab. Reaper hat verstanden. Minimiert den Kurs auf die SAM. Turn out. Ahnung, Rakete! Ewig zum Anvisieren, ne? Ja. Also für Luftziele ist das Flugzeug echt nicht geeignet. Bodenziele gehen dann relativ flott. Okay, den haben wir. Du bist auch hier, ne? Ah, schon wieder falsch gedrückt. Was soll denn das hier immer? Okay, den hast du. Ich mache mich mal auf den Weg zu unseren Helikoptern. Denn sie sind ziemlich nah an den Bodenzielen, die noch nicht zerstört wurden. Ich will mal gucken, wie die Raketen hier funktionieren. Moment da. Ah, okay. Boah. Relativ gut. Aber man muss genau fliegen, dann nehme ich doch lieber die Raketen. Davon habe ich hier nur 75. Okay, ich bin an den Helikoptern vorbei. Und schalte jetzt die Bodenstellung aus. Es ist gerade, muss ich sagen, relativ langweilig. Geht. Ja. Aber es passiert nicht so viel Action. Nö, ist ziemlich einfach gerade, finde ich. Ja, ne? Ist aber nicht schlimm. Nö, schlimm ist es nicht. Komm, ich kann es grob zurecht mit meinem Delirium und Schädel. Okay, was war da los? Haben die hier irgendwie gerade abgeladen oder so? Wir haben eine Pizza. Ah, okay. Ja. Für Mr. Universe, oder? Ne, hier der Landform, oder wie heißt er? Ach ja, das Schwein persönlich, ja? Ja. Ich weiß nicht warum, aber Bodenziele schieße ich meistens immer kopfüber ab. Komme ich irgendwie besser mit klar. Ich bin da mittlerweile auch schon richtig hier. Also ich weiß nicht, man gewöhnt sich ja dran, ne? Und dann machst du vor die Stunts mittlerweile. Ja, eigentlich schon, ne? Okay, den hast du. Gute Arbeit, Captain. Skyhounds, wir können jetzt. Hier Skyhound 1, sind über den Zone. Truppen werden abgesetzt. Hier ist Ghost Leader. Haben Truppen abgesetzt. Wir greifen Sierra 5 jetzt an. Die Marät, ne? So groß ist ja, aber richtig geil, ne? Rambos, ja. Verstanden, Oracle. Aber ich meine auch. Wie sie aber immer rumbrüllen. Wie sie rumbrüllen immer. Yo! Das war eine sehr, sehr gute Szene. Ich habe genau gesehen, wie die Raketen eingeschlagen sind. Sah episch aus. Oh. Und zurück. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Ein altes Flugzeug ist kein D-Zug. MG-Nest, okay. Zeige saubere Trennung. Waffe geworfen. Und bei der MG-Nest hat down. Ist mir aufgefallen, die Geschwindigkeit wird genau getroffen. Wir nähern uns dem Ziel. Ne, das kannst du in der Option umstellen. Bei mir ist es KMH. Ah, okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil Knoten, früher haben die ja dann Schnüren genommen oder da Knoten jeweils genommen, ne? Bei Schiffen, ja. Ja, stell mal vor, da hattest du den Flugsteger. So mit dem Flug. Hängt erstmal so ein Seil runter. Ja, aber das würde... Oh, was ist denn hier los, ey? Ein neuer Banditenschwarm im Anzug, komm schnell. Verstanden, Oracle. Geht
oder der weiß. Fahrt seinen Kopf aus dem Fenster raushelfen und dann meinst du, was da abgemacht hat, mal beim Lügen. Hast du kein Gesicht mehr, oder? Oh. Nein, verfehlt. Leider. Ja, bleib doch mal ganz locker. Der war aber auch gerade wieder knapp. Da habe ich schon ganz, ganz großen Bolzen in der Hose gehabt. Also manchmal mache ich hier echt... Ich mache hier manchmal echt knappe Dinger. Ja, hier ist... was meinst du, was ich hier schon weggeschossen habe? Was hier los ist? Ja. Ich hab den mitten auf den Kopf gekackt, hab ich. Und dann gleich in 1000 Teile explodiert. Wenn man so weit weg ist, ja. Links weiter so ein paar Flugzeugen her, bis 1 Milliarde Kilometer weit weg. Ja. Oh, Verbindung fehlgeschlagen? Was ist da los? Verbindung fehlgeschlagen. Bei mir ist es abgebrochen. Ja, bei mir ist es abgebrochen irgendwie. Verbindung fehlgeschlagen, das war's. Stand jetzt speichern, aber die mir 2000 C bekommen. Ja, noch ist für alles Levelaufstieg gut, auf 9. Mal wieder reinzukommen. Ja, ich versuch's. Ich gucke, dass das. Nee, wird irgendwie nicht. Ich bin komplett rausgeflogen. Moment, ich gucke mal. Ja, komplett aus dem Internet geflogen. Mal gucken, ob ich bei dir auf dem Server noch connecten kann. Was? Lass dir ruhig Zeit, ist gerade finaler Angriff. Ja, lass dir ruhig Zeit, sagt er. Sie sind offline, ich komme gerade nicht rein. Er sagt irgendwas von Internetverbindung, kann aber nicht sein. Ah, vielleicht reagiert das Spiel ja sehr, sehr dolle auf irgendwelche 24-Stunden-Diskos oder so. Das kann natürlich sein. Was das Teamspeak ja übrigens nicht macht. Ja, stimmt wohl. Nein. Die Server sind ausgelastet. Hallo Leute, das Spiel spielt gerade keiner. Warum sind denn die Server ausgelastet? Zurück? Da will ich doch gar nicht hin. Weg. Nur Fail hier. Ich will doch... Welches ist denn die Mission, die wir gerade hatten? Ghost Rider, Ada, Gobel, Blacklight. Es scheint auch bei mir nicht gespeichert zu sein. Aber ja, weil ich du die Mission selber natürlich nochmal auch alleine machen könntest. Sobald du jetzt aber bei mir reinkommst, bist du quasi wieder da, wo wir sie eben waren. Ja, wahrscheinlich. Aber ich komme ja bei dir nicht rein. Okay. Er sagt ja immer, Server sind ausgelastet und ich versuch's nochmal. Online-Fehler. Verbindung fehlgeschlagen. Ja, was soll man machen? Dann war's das mit der Folge und dann probieren wir es in der nächsten noch einfach nochmal von vorne. Würde ich auch sagen. Tut mir leid, kann man nicht ändern, Spiele sind halt eben so. Dann macht's mal gut. Okay.